ein großes Thema und auf das bin ich stolz. Das ist das Ehrenamt, die Ehrensache. Ich habe in deiner Broschüre gelesen zu diesem Thema, dass es hier verschiedene Überlegungen gibt. Gerade wir in Köstendorf werten diese Aussage als sehr hoch. Wir haben viele Vereine, wir stecken sehr viel in diese Vereinsideologie hinein. Und es wäre natürlich schön, wenn genau diese Leute unterstützt werden, auch diese ganzen Mitarbeiter des sozialen Dienstes. Gerade für die Jugendarbeit kann man hier sehr viel bewegen. Wir haben die Feuerwehren, wir haben die Musik, die Sportvereine, Skiclub in Köstendorf, über 50 Vereine und wir sind stolz darauf, denn es steht da in dieser Broschüre drinnen, in schwierigen Zeiten ist ein Sicherheitsnetz gegeben und davon bin ich auch überzeugt. Steuerfreibeträge für Aufwandsentschädigungen bei ehrenamtlichen Tätigkeiten ist nur ein Thema, was ich da gelesen habe. Wie stellst du dir das vor und was hast du zu diesem Ehrenamt noch zu sagen? Sich einzubringen ist sozusagen eine Charaktersache und prägt auch eine Gesellschaft. Und wir haben in unseren Gemeinden und speziell auch in Köstendorf eben dieses Klima, dass keiner für sich allein lebt, sondern jeder sich auch als Teil der Gemeinschaft empfindet, als ein positiver Teil, und darauf könnt ihr sehr, sehr stolz sein, Wolfgang, als auch ein Teil, der, wenn es mal Probleme gibt, ein Feuer, ein Brand, ein Unfall, wo jeder hersteht, wo die Feuerwehr, die Freiwillige ausrückt, wo man auch mit der Jugend arbeitet, im Sport, wo man die kulturellen Dinge hochleben lässt. Und das ist ganz, ganz wichtig für unsere Gesellschaft und das ist der eigentliche Reichtum unserer Gemeinden, ist dieses Leben in den Gemeinden. Und ich glaube, man sollte auch darüber nachdenken, wie können wir denn auch mehr als durch lobende Worte dieses Ehrenamt in den Mittelpunkt rücken. Steuerliche Vergünstigungen wäre so ein Ansatz, aber auch sozusagen Pluspunkte bei der Aufnahme in den öffentlichen Dienst könnte eine gute Sache sein, und das ist eine alte Forderung der Österreichischen Volkspartei im Land Salzburg, dass bevorzugte Aufnahme in den Landesdienst, etwa wenn man auf entsprechende ehrenamtliche Tätigkeit verweisen kann, durchgeführt werden sollte.